Cracker Infoshow, jeden Dienstag, 20 Uhr mit Valentin Anka. Heute mein Gast Ingo Köth von volksdeutschland.de. Und ich begrüße dich. Hallo. Hallo. Hi. So, jetzt mache ich mal die Mikrofone von den anderen auf. Beziehungsweise, wer hat etwas zu sagen, der schreibe es bitte in den Chat unten links rein. Also ich hatte gerade hier auch Post bekommen. Die waren ein bisschen unglücklich, dass ich gesagt habe, Hitler wäre Viertel Judas. Also ich kann natürlich immer, man weiß ja nichts Hundertprozentiges, aber es ist in jedem Fall nicht auszuschließen. Und das macht aber doch für mich, spielt das eben keine Rolle. Ja, ich sehe nur die Leistungen, die er vollbracht hat. Und nur daran ist er zu messen. Und deshalb, die Herkunft ist absolut uninteressant, denke ich mal. Wichtig ist, was die Leute geleistet haben, und deshalb sollte man sich da einkriegen. Wir werden es rausfinden am Schluss. Genau. Das wollte man bloß noch sagen. Ja. Und das war mir wichtig. Okay, Moment. Ja, okay. Ja, wer hat eine Frage an Ingo Köth? Kann das mal bitte jemand mir schreiben im Chat? Kann mir bitte jemand schreiben, wenn er mitreden möchte? Jetzt wäre ja Zeit für die Antifa. Ja. So, da haben wir den Ronny. Hallo Ronny, wie geht es dir? Du blinkst zwar rot, aber es kommt kein Ton rüber. Okay, dann geh jetzt mal zu Harp rüber. So, Harp, ich habe dich freigeschaltet. Bitteschön. So, sorry. Ja, hallo erstmal. Die Frage ist, Ingo, wie stellst du dir das denn vor, nachdem das Event nun gelaufen ist und du die BRD platt gemacht hast? Wie sieht das neue Land dann aus? Was ist anders als zur BRD und so? Das neue Land wird in jedem Fall keine Demokratie sein. Ja, es wird eine Volksdiktatur. Das ist nicht zu verwechseln mit Diktatur des Proletariats oder so. Sondern es geht um Folgendes. Uns stellen sich ab dem Tag sofort ein Haufen Probleme. Und die können wir nur alle gemeinsam lösen. Und deshalb werden wir dann natürlich versuchen, eine Staatsseite sofort aufzumachen, wo ganz einfach die Probleme unseres Staates dem kompletten Volk auch offengelegt werden. Das Volk kann sozusagen seine Vorschläge einbringen, eine Woche lang, weil wir müssen ja auch schnell handeln. Dann entscheiden wirklich Leute, die Fachleute sind und nicht jetzt, ich bin heute Familienminister, morgen Wirtschaftsminister oder sonst was, die 50% Menschen aus der Praxis, 25% die auch diese, sagen wir mal, den akademischen Grad haben und 25% Quereinsteiger oder Querdenker. Und die treffen die drei besten Entscheidungen, ja, für diese Lösung. Ja, es kann ja auch der Hartz-IV-Empfänger da draußen kann die geniale Lösung haben und da kommst du nicht drauf. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass wir alle daran arbeiten. Und dann werden diese drei Vorschläge, es werden dann Leute aus dem Volk einberufen in diesen Reichstag. Die werden behandelt wie Geschworene. Den werden die drei Punkte, das ist ja schon, sag mal, da kann ja schon für uns nichts mehr schiefgehen als Land. Und die werden denen vorgestellt mit Vor- und Nachteilen. Und dann entscheiden sie nach bestem Wissen und Gewissen. Und die einfache Mehrheit zählt. Und das Projekt wird dann umgesetzt, dann sind sie wieder entlassen. Und für die nächste Entscheidung kommen die nächsten, weil wichtig ist ganz einfach, dass nie wieder diese Korruption, die wir jetzt gerade haben, und die Bevorteilung von irgendwelchen Gruppen
ganz einfach solche Ausmaße annimmt. Also wir müssen sofort versuchen, ganz einfach das vom ersten Tag an zu unterbinden. Weil ab dem Punkt, wenn du eben jemanden die Macht anvertraust, wird sie missbraucht. Und das darf nie wieder passieren. Ja? Das ist ja eigentlich das, warum wir momentan diese Probleme haben. Ja? Weil ein paar wenige für uns entscheiden und uns gar nicht mehr fragen. Ja? Beste Beispiel war der Euro. Die Deutschen haben es nie gewollt. Kein Europäer wollte es. Jeder wusste, was auf uns zukommt und ja, es ist passiert. Ja? Und wir stehen heute vor den Scherben. Also im Prinzip ist es wirklich so, es wird keine Führer geben oder sonst was. Wir lösen das eben gemeinsam. Das ist natürlich dann auch ausbaufähig, aber dazu ist es ganz einfach so, da gehen wir dann auch danach, was das Volk wirklich will. Ja? Weil das ist der wichtigste Punkt. Okay. Wer noch eine Frage hat, einfach in den Chat schreiben, bitte. Dann schalte ich das Mikrofon auch frei. Henry, du hast eine Frage. Erstmal hallo Ingo. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Und also ja, wunderbar war bis jetzt alles. Man konnte das wunderbar verfolgen, was du so alles schon gemacht hast. Finde ich vollkommen toll. Naja, bloß ich wollte mal fragen, warum du gerade den ja, 25.07. genommen hast und gerade die Elbwiesen. Der Punkt ist folgender. Wer das halbe Video kennt, ich selber war dort eigentlich und wollte da eigentlich mir das mal angucken bloß, diesen Ort. Und als ich dort war, und eigentlich bloß ein kleines Video machen wollte, war ich total überwältigt von diesen Eindrücken. Also ich war eigentlich wirklich fix und fertig. Und Menschen, die mich selber kennen, die wissen, dass ich meine Stimme nicht verstellen kann. Ich kann es nicht. Ich kann auch nicht gut singen oder sonst irgendwas. Und ab, ich weiß nicht, 3 Minuten 50 habe ich meine Stimme verändert und es ist ein Datum da gesagt worden. Und ich habe danach mir das Video angeguckt, weil ich das so selber gar nicht mitgekriegt habe. Habe es mir angeguckt und habe gemerkt, dass da was passiert ist, was ich nicht war. Und das kann jeder in diesem halben Video, in dem ersten halben Video sehen. Und deshalb habe ich es auch eingestellt. Das Video ist ja nicht schmeichelhaft für mich. Ja, aber da habe ich was gesagt, was aus mir rauskam, was ich, woran ich noch nie gedacht hatte. Und der 25. ist eben der Misteltag. Der Misteltag ist der Tag, der im Jahr übrig blieb nach dem alten Kalender, der eben 13 Monate, 28 Tage hatte. Und an dem 25. Juli haben die Druiden immer gefeiert, das neue Jahr sozusagen. Und ich war vor 2 Wochen in Oldenburg beim Spielmann, also so soll ich ihn nennen, der beschäftigt sich viel mit Zahlen. Und der hatte vor einem Jahr ein Bild gemalt. Also da war der 25 schon raus und hat sich dann mit der heiligen Geometrie und so damit beschäftigt und hat gesagt, das ist ein extremer zionistischer Tag und warum ich mir den ausgesucht habe. Und ich selber habe aber das extreme Gefühl, dass an diesem Tag die NWO an den Sack zumachen will. Also ich weiß, dass an diesem Tag irgendwas passieren soll, was unbedingt verhindert werden muss. Und dieser Spielmann hatte vor einem Jahr ein Bild gemalt. Und das hat er mir gezeigt. Das war so ein bisschen, naja, wie Comic gemalt. Mit im Prinzip einer Primzahlenuhr und alles und Zeigerstellung. Und dass da eben was passieren soll an diesem Tag. Und es war auch in diesem Bild der 25. Juli. Und da hat er gesagt, Ingo, wenn du das Gefühl hast, dann sollst du das wirklich, sollst du dran festhalten. Ja. Und ich weiß, dass es an dem Tag wahrscheinlich entweder in die eine Richtung geht oder in die andere. Und ich bin aber davon hundertprozentig überzeugt oder tausendprozentig, dass es in unsere Richtung geht. Und deshalb ist das wichtig und eben auch die Europäer, wir dürfen nicht mehr weggucken. Ja. Gerade auch für diese Welt. Ja. Denn wenn jetzt
wirklich Syrien fällt. Die nächsten sind der Iran. Und dann kann es wirklich auch für uns böse werden. Und das darf nicht passieren. Ja. Denn wichtig ist, also Friedensvertrag wollte ja eigentlich der Valentin noch ansprechen. Solange wir eben zum Beispiel keinen Friedensvertrag haben, dann gilt der Zweite Weltkrieg noch und die USA darf ohne Kriegserklärung jedes Land angreifen. Und wir müssen diesen Umstand, das müssen wir jetzt, das können nur wir Deutsche. Ja? Unsere Regierung wird das immer verhindern, also die sich Regierung nennen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir jetzt eben ja, einmal wirklich alle zusammenhalten an einem Tag und eben zeigen, nicht mit Protesten oder sonst was, sondern ey, wir sind da und wir haben jetzt von den Lügen die Nase voll. Ja. Das heißt, also der 25. denke ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tag. Ja, bloß weil du ja gesprochen hattest von der Kabbala oder so, da hätte ja sein können, dass du da irgendwas anderes mit der Kabbala hast, aber die Elbe oder die Elbwiesen in der Hinsicht würde ich als ja, naja, ja, Kabbala nicht für dich. Nicht, wie viele denken, das ist bloß was Jüdisches. Es stammt eigentlich von den Asen. Ja, ich weiß es. Also Ingo, mich brauchst du nicht aufklären. Also ich habe genauso viele Bücher gelesen wie du oder so und ich bin in der Materie, ich habe alle deine Videos gesehen, also ich bin da vollkommen konform mit, was du da sagst. Also ist ja keine Frage, will ich jetzt hier auch nicht diskutieren, wie du sagst. Entweder man weiß oder man weiß nicht. Okay. Ja, es ist auch so, ich soll 100%ig wissen wir ja alle nicht. Ja? Wir können ja bloß immer zwischen den Zeilen lesen, wir können bloß alles Mögliche strömt auf uns ein. Und du musst jetzt rausfinden, wo sagt dein Bauch, das kann so sein, ja, das ergibt doch alles einen Sinn, weil man ja immer das komplette Spiel sehen muss. Oder du sagst, na gut, mit dem kann ich jetzt nicht konform gehen, ja. Ja. Weil das ist ja auch schwer, weil so viele Desinformationen ja auch kursieren, ja. Gut, ich soll dich jetzt noch was fragen, und zwar sagt Ronny, Ingo liest auch die Kabbala. Und ich soll dich nach Jesus fragen. Ich glaube nicht, dass es ihn gab. Ich denke, es ist die umgeschriebene Edda. Ich weiß es nicht, ob es den gab, aber ich denke, es ist die umgeschriebene Edda. Es geht da um den Sohn von Freya und Odin, Wodan, der 3 Tage an den Baum genagelt wurde und eben auch verletzt wurde durch Schwertglaube in die Seite. Aber lebend abgenommen wurde und dann ein ganz gerechter König war. Ich denke, die haben alles umgeschrieben. Deshalb, es ist eben so schwer, was nun ist wirklich. Ja. Aber wir werden es rausfinden. Der Punkt ist aber, wenn wir jetzt, was weiß ich wollte jetzt klären, gibt's Harp, gibt's Chemtrails, gibt's diesen ganzen Kram. Verliere ich mein ganzes Leben, kann ich da probieren und ich komme nicht an die Wahrheit. Wenn ich aber jetzt dieses System beende, dann fallen doch mit sofort die Lügen und dann wissen wir alles. Dann wissen wir, was ist wirklich passiert. Momentan ist es wirklich, ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Genau. Auch wenn ich gerade Fluoridspritzen und so sehe. Ja, Fluorid, genau. Harp hat noch eine Frage gehabt. Harp und dann Fran, bitte. Ja, genau. Und zwar nochmal, auf den Zustand danach, sage ich mal. Gibt es für Volksdeutschland, wie soll das denn ablaufen? Hat Volksdeutschland dann schon eine Verfassung parat? Oder soll die denn vom Volk gemacht werden in Übereinstimmung? Und wo? Und die zweite Frage gleich hinterher vielleicht. Wo würdest du den größten Unterschied zur jetzigen Situation sagen, dass er dann ist? Also wenn das jetzt, du hast ja gesagt, die werden gewählt und dann entscheiden die, das ist ja heutzutage auch schon so, die werden gewählt, dann entscheiden sie über unsere Köpfe, wo ist der größte Unterschied? Oder entlassen. Also wenn die ihre Entscheidung getroffen haben, über die Lösung, ja, dann sind die wieder entlassen und für die nächste Entscheidung kommen die nächsten, ja. Es ist ein Volksreichstag. Also das ist wie früher Ding-mäßig, ja. Und die andere Sache kann ich dir gleich beantworten. Ich bin gegen Verfassung, weil ich die Protokolle kenne und in den Protokollen steht ganz klar drin, eine Verfassung dient nur zum Streit. Ja. Und das siehst du, wenn du im Internet guckst, die streiten sich,
die 1848er Verfassung, 1919er, 1871er, 49er Grundgesetz, die DDR-Verfassung. Und wenn, aber die diskutieren da, kann 2 Jahre oder 3 Jahre. Der entscheidende Punkt ist aber, wenn du viele Gesetze machst, und in den Protokollen wird es ganz eindeutig gesagt, wir werden ganz wenige Gesetze haben, aber diese Gesetze werden von jedem gekannt sein und sind eindeutig. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du Verfassung machst, und selbst wenn es bloß 10 Gebote sind, sind das 10 Verbote. Und ab dem Punkt hemmst du die Schöpferkraft des Volkes. Du stellst Grenzen auf. Und mit diesen Grenzen hast du ein Problem, weil die Menschen, zum Beispiel die Schwerkraft, ja, die einen oder anderen haben sich ja mit freier Energie beschäftigt, setzt du dir die Schwerkraft und Gravitation als feste Grenze, habe zum Beispiel mit dem Professor Ewert darüber gesprochen, dann ist es für dich unmöglich, in die freie Energie zu kommen, weil du dir selber diese Grenze gesetzt hast. Und deshalb ist es wichtig, also mein Ziel oder unser Ziel ist eigentlich, dass wir behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Ja, das ist eine gute Richtlinie. Ja, Tix hatte das zwar noch ein bisschen verändert, weil es wohl von Nietzsche kam, aber im Prinzip, das ist der grobe Fahrplan. Also wichtig ist, so wenig wie möglich die Schöpferkraft des Volkes bremsen. Und das machst du mit einer Verfassung, ja, weil du den Leuten Vorschriften machst, die ganz einfach diese Verbote müssen überschritten werden, ja. Und deshalb, ich denke mal, wenn die Menschen eine Zukunft sehen, wenn sie keine Angst mehr vor der Zukunft haben, weil sie wissen, dass wir als Volksgemeinschaft das lösen können, und wir konnten es schon mal sehen, ja. 33 war die Situation des Landes total hoffnungslos, ja. Die Menschen, die Selbstmordrate, die waren über 20.000 im Jahr. Und innerhalb von 4 Jahren hatten die Menschen Spaß, und das war eben ein Virus, und deshalb ist eben auch die Gefahr, ja, wir haben eben dann sofort mit unseren Gegnern von damals wieder zu tun. Und deshalb ist es wichtig, wir haben die Möglichkeit, uns eben auch als friedliche Menschen darzustellen in der heutigen Zeit. Das hatten die Menschen früher nicht. Ja. Und deshalb bin ich auch 1000%ig davon überzeugt, dass es diesmal gut gehen wird und dass dieses versprochene goldene Zeitalter jetzt beginnen wird. 1933 war es noch zu zeitig. Also, nicht zur Verfassung, weil ich kann dir, nennen wir die USA, die Verfassung ist seit 1871 außer Kraft, die Menschen werden dort schlecht behandelt, die Länder haben alle eine Verfassung, aber naja, die Menschen, wir sind das Volk von 2013 und ja, wir machen unsere eigenen Spielregeln. Ja, und da kann jeder mitgestalten, das ist eben wichtig. Weil diesmal, ich habe mir gesagt, wenn ich für was nochmal eintrete und in dieser Form, was ich gemacht habe, dann möchte ich auch sicher sein, dass es in gute Bahnen geht. Und sollte es Inkarnation geben, dann möchte ich in eine gerechte Welt inkarnieren und nicht beim Terminator landen. Ja. Okay, gut. Ja, ja, dann haben wir eigentlich alles besprochen. Leider ist, wie gesagt, der eine nicht erschienen, aber das macht gar nichts. Die Sendung war bombastisch, fand ich. Mhm. Ja, also kann man nicht meckern. Ja. Ja. Ich werde es jetzt dann auch gleich als MP3 hochschieben. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann in der Richtung, aber ich hoffe natürlich... Wir reichen Leute, die ganz einfach sagen, ich will jetzt was tun und ich mache hier... für Niedersachsen oder sonst was, mache ich die Mails, Volksdeutschlandgruppen, ja, die Leute vielleicht, und wenn sie sich bloß eine Unze kaufen, ja, eine Unze Silber kostet momentan 26,64, also bei Geiger Edelmetalle, das sind die günstigsten, ja, und die Silberunze, das Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Und alleine schon, wenn sie Herrn Rothschild sein Papiergeld zurückgeben, mit 1-2 Silberunzen, die sie sich kaufen, ja, erhöhen wir die Schlagzahl für ihn. Und deshalb ist es auch wichtig, dass es eben unsere Währung in Volksdeutschland ist auch die Silberunze. Ja? Und hinter jeder Silberunze steht eben auch die Arbeit. Ja? Weil wir wollen keinen wertlosen Schein austeilen, Engel oder sonst was, die per BaFin finanziert werden.
Nein, die Menschen sollen etwas bekommen, was auch werthaltig ist. Und ja, der gute Mann hat es uns damals gesagt, Deutsche vergesst nie, egal wie die Zeit kommt, Silber ist das Gold des kleinen Mannes. Ja, es kommt jetzt gerade die Frage im Chat, wo soll man denn dieses Silber kaufen? Am besten wirklich bei diesen Silberhändlern, ja, die es gibt, und am besten nicht per Internet, sondern eben wirklich, es gibt genug Silbershops, Gold- und Silbershops, obwohl Silber meistens vorangemeldet werden muss, weil Silber ist seltener als Gold. Ja, und naja, das meiste Silber, was eben an den Börsen gehandelt wird, ist nur Papier. Ja, deshalb, man manipuliert immer den Preis nach unten, damit wir den Wert nicht sehen. Und wenn aber das Silber in unserer Hand ist, sag ich mal, dann haben wir schon für, es wird ja eine zinsfreie Staatsbank, das ist in jedem Fall die wichtigsten Dinge, ist, dass Wasser, Energie, Transport, alles wieder in unsere Hände kommt, auch das Geld, damit das nie wieder passieren kann, dass Menschen durch Wucher erpresst werden. Und das haben wir ja gerade. Die Energiepreise sind ja das, wo die Menschen abhängig sind. Ja? Und die meisten, die geforscht haben, die ein, sag schon jetzt hier, ne? Ein Rohstoff ist, der aus irgendwelchen Urwäldern oder irgendwelchen Dinosauriern stammt, sondern als ein erdinnerer Prozess ist und sich immer wieder überholt. Das haben ja die Russen auch rausgefunden. Und naja, aber über die Energie sind wir eben erpressbar. Ja. In Deutschland darf ja auch keiner Strom erzeugen. Man darf ja nur erzeugen und dann abgeben, um vergünstigt etwas zu bekommen. Aber ja, du darfst ja nicht selber produzieren und dann selber verwenden. Das ist ja untersagt. Okay. Und das lösen wir. Gut. Melina hat eine Frage. Bitte schön, Melina. Ja, hallo erstmal. Also ich würde gerne mal wissen, mit welcher Berechtigung Genscher 1990 hingegangen ist und hat Deutschland angemeldet im UNO-Rat, obwohl es Deutschland gar nicht gibt, weil fehlende Organe, und die BRD gibt es ja auch nicht. Also welchen Verstand hat er denn jetzt da angemeldet? Der Punkt ist folgender. Im Prinzip hatten die Russen uns aufgegeben, das deutsche Volk ist eigentlich in die Freiheit entlassen worden. Unser Land und die Menschen sind in die Freiheit entlassen worden. Aber wer die Geschäftsbedingungen, dieses Grundgesetz, durch Entgegennehmen des Personalausweises akzeptiert, ja, und uns Ossis hat man eben über diese 100 Mark geködert. Also in dem Personalausweis, wer sich damals die 100 Mark Begrüßungsgeld abgeholt hatte, hat einen Stempel bekommen. Und auf dem Stempel steht Kontoanmeldung. Und das ist deine Steuergeschichte. Und damit hast du auch diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Und deshalb heißt es ja auch, die Bundesregierung ist die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Da steht nichts von Staat oder sonst irgendwas. Ja, aber ich denke, dass diese, das sind ja gerade Geheimverträge, die man ja nicht kennt, aber ich denke ganz einfach, dass im Hintergrund hat jemand ganz klar die Richtung vorgegeben, dass unser Land nämlich umbenannt wird. Obwohl die heute noch Bundesrepublik Deutschland schreiben, aber das ist eben bloß ihr Firmenname. Ja? Die Menschen, die sind 1990 in die Freiheit entlassen worden. Die wissen es bloß noch nicht, oder die meisten wissen es nicht. Die meisten sind total geschockt. Ich weiß ja selber, wie es mir ging. Ja, ja. Ich habe da noch die Frage von jemandem anderen aus dem Chat. Wie stehst du zu Behinderten und Arbeitslosen? Also ich denke, dass jeder auch seinen Beitrag bringen kann. Und wenn jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, sehe ich ganz einfach, dass er trotzdem für diesen Staat was tun kann. Ja, also weil am Schluss, selbst wenn es ja nur Ideen sind, leistet er ja seinen Beitrag. Und das ist eben wichtig, dass wir unsere volle Schöpferkraft ausnutzen. Und arbeitslos wird es eigentlich in dem Deutschland, wo viel Arbeit auf uns wartet, wohl nicht geben. Vermutlich. Also davon gehe ich aus, weil viele denken immer, wir können uns das nicht leisten. Aber momentan wird unser Land geführt von 10% unseres Bruttoinlandsproduktes. Ja? Der Rest, den bekommen wir gar nicht als Volk. Das heißt also, wenn unsere volle Wirtschaftsleistung zur Verfügung steht,
dann spielt Geld doch keine Rolle. Und hat mal, wie gesagt, mein Lehrmeister wieder gesagt, Geld kann immer nur die mittlere Rolle spielen. Und deshalb, das wird irgendwann in den Hintergrund treten. Und das ist eigentlich auch das, also Behinderte und, da hat selbst Ausländer, ja, viele haben ja da auch, denken ja immer, gut, jetzt schreibt er da diese drei Dinge da, hat es ja schon gesagt, Nationalsozialismus und, der ist ja bestimmt gegen Ausländer und das stimmt eben nicht, ja, weil, wenn Menschen jetzt, wie zum Beispiel, ja, in der Dönerbude oder sonst was, ja, oder Arthur, der Pole ist und damals meine Webseite gemacht hat und alles, ja, gegen solche Menschen ist ja nichts zu sagen. Und die anderen Menschen, die momentan hier sind, zum Beispiel, und das ist ja ein Startschuss, den wir liefern. Das ist ein Virus und dann wird es auch in ihrem Land schön. Und viele haben ja auch Heimweh. Und die werden doch am Schluss wieder zurückgehen, weil es überall auf dieser Welt dann schön sein wird. Und nicht bloß in Deutschland. Aber wir sind diejenigen, die es auslösen werden. Okay, jetzt hat noch Melina eine Frage und dann Hab, bitteschön. Ja, ich wüsste gerne mal, wie ich mich von diesem System lösen kann. Soll ich mich in der Selbstverwaltung stellen oder einen Stadtangehörigkeitsausweis beantragen oder wie? Du kannst, da das ja nicht dein Staat ist in Wirklichkeit, kannst du dich von diesem System eigentlich nicht abmelden. Das Einzige, also wenn du jetzt zu deiner Meldestelle gehst und du gibst dort die Dokumente ab, dann ist es so, dass da gibt es diese Spalte, Personalausweis, Reisepass ausgehändigt und da hinten ist ein Kästchen. Und als ich da war wegen dem Notartermin, musste ich mir meinen Personalausweis wieder abholen, um diesen Termin wahrzunehmen. Und dann hat sie zu mir gesagt, naja, die Dokumente haben Sie ja trotzdem. Ich sage, ja, ich habe hier eine Niederschrift, dass ich die Dokumente bei Ihnen abgegeben habe. Da sagt sie, ja, aber das Kästchen kann ich ja nicht löschen. Und deshalb, die behandeln dich weiter. So, und deshalb spielt das Rauskommen eigentlich, funktioniert nur dann, wenn du dich abmeldest, sozusagen durch Umzug. Du ziehst um und meldest dich nicht mehr an. Am nächsten Wohnort. Dann fällst du aus dem System raus. Und dann haben die ein Riesenproblem, weil dann können die dich nicht ermitteln. Alles andere, deshalb auch diese Volksdeutschlandgruppen, wo die Menschen dann eben auf Grundstücken leben können und sich autark ernähren, also ihre Nahrung selber anbauen und alles. Es wird so ein bisschen organisiert sein wie Firmen mit 100% Schwarzarbeit erstmal bis zum 25.07. Danach ist das ja sowieso erledigt. Und das ist die einzige Chance, wie er rauskommt. Mit irgendwelchen Selbstverwaltungserklärungen und funktioniert das nicht. Und seit März letzten Jahres gibt es eine Dienstanweisung für Beamte, dass alle Menschen, die BRD nicht anerkennen oder sag mal sich als Reichsbürger, aber ihr habt für niemanden zu bürgen, deshalb sage ich mal lieber Reichsdeutsche oder Volksgenossen, gibt es eine besondere Behandlung, also sprich, ihr kriegt die volle Härte. Und wenn ihr das eben macht, ihr kriegt dort sofort mit der Staatsanwaltschaft zu tun und die schicken euch Summen entgegen und dann seid ihr verbrannt. Versteht ihr? Und deshalb darf das nie passieren. Und ich brauche auch so viel wie möglich Systemspieler, die eben ganz einfach ganz klar wissen, um was es geht. Ja? Und lieber na, noch ein bisschen im System bleiben. Ist ja bloß noch ein halbes Jahr. Oder eben dann diesen Weg per Umzug, ja, diesen Weg machen. Aber von einer Abmeldung bei der BRD rate ich jeden ab. Weil, wie gesagt, ich habe alles selber probiert. Und deshalb, ich würde nie jemanden zu etwas raten, was sich nicht bewährt hat. Ja. Und alle Menschen, die wirklich viel getan haben, und ich habe wirklich mit vielen zu tun, die wirklich ein Riesenherz haben, die haben einen Haufen Probleme, ja, und das müssen wir jetzt den anderen nicht noch antun. Deshalb haben wir es von Volksdeutschland gemacht. Wir haben unsere Erfahrungen gesammelt, sind eben besser geworden, haben die Fehler, die wir gemacht haben, einmal ausgemerzt und naja, du lernst halt aus deinen Fehlern, weil ich meine, gut, die anderen haben eben Jahrtausende Erfahrungen und wir, naja, wir müssen nach und nach lernen, ja.
Okay, Was heißt, das heißt in einem halben Jahr? Was ist da, was passiert da? ich denke, dann ist das deutsche Volk so weit, dass es sagt, es ist vorbei. Ja, also das soll dann im Prinzip in Meißen passieren. Und naja, ich meine, ich kriege ja selber einen Haufen E-Mails und ich merke wirklich, in allen Ländern warten sie nur auf uns Deutsche. Ja, und wir haben natürlich, wir haben das Problem, wir haben einen Haufen Schlafbürger. Ja, deshalb wäre es auch fatal, wenn jetzt zum Beispiel eine Verfassung von diesen Schlafbürgern sozusagen oder na sag schon, ratifiziert werden würde. Weil ab dem Punkt, die unterschreiben ihr eigenes Todesurteil. Ja, ich habe alle von der 1848er bis zum EU-Vertrag, habe ich alle Verfassungen gelesen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir noch ein bisschen Zeit, wir brauchen Zeit, um ganz einfach positive Bilder. Wir wollen den Menschen jetzt in den nächsten Wochen bei Volksdeutschland zeigen, was die Lösungen sind. Ja, ich möchte nicht mehr zeigen, was alles schlimm ist. Ja, weil das wisst ihr. Ja, da braucht jeder bloß rausgucken. Und es ist eben ganz wichtig, dass auch dein Nachbar es gut geht. Weil wenn der was dir nicht gönnt, dann schlägt das auf dich eben auch herein. Und deshalb ist es wichtig, dass alle Menschen positive Visionen bekommen. Und das ist eigentlich die Zielstellung von Volksdeutschland, was wir machen wollen. Also wir wollen ein Denken in die positive Richtung. Also von diesen ganzen Negativen, mit denen man uns immer überfällt, in die andere Richtung denken. Was sagst du jetzt zur Abdenkung, Abdankung von unserem Nein. Benedikt den 16.? Darauf habe ich nur gewartet. Weil es gibt ja die Weissagung von dem Malachias, glaube ich, hieß er. Der hat ja alle Päpste vorausgesagt. Und wenn jetzt der nächste Papst Petrus heißt, dann solltest du dir Gedanken machen, weil das ist der letzte Papst. Also nach der Weissagung ist der 266. Papst der letzte Papst. Und der hat eine ganz kurze Amtszeit. Na klar, bis zum Ja. 25.7. Nö, das glaube ich nicht. Also da bist du möglicherweise falsch informiert, aber du hast schon recht, er sollte ja nur die Kirche abwickeln. Also in der alles klar. Hinsicht. Ich lasse mich da einfach überraschen. Ja, ich glaube, es gibt keine Zufälle. Ja, ich denke schon, dass es noch was ganz anderes gibt, was jetzt aber zu weit führen würde jetzt. Also, aber ich weiß nicht, ob alles wirklich real ist. Also die sich damit beschäftigt haben, die wissen schon, was ich meine. Also was hältst du Und ich denke von schon, dass der, es was hältst du von der hat ja. christlichen Endzeit? Leben wir in einer Apokalypse oder nicht? Nee, es wird immer weitergehen. Aber ich glaube schon, dass jetzt die Menschheit an der Scheidepunkt ist, wo sie sich entweder für diese NWO, für diese neue Weltordnung entscheiden muss, oder eben in die Freiheit geht. Und beides hat gleiche Chancen, ja. Okay, Harp hat noch eine Frage gehabt. Harp, bitteschön. Ich habe auch eine Frage. Ja, Ja. aber ich war vorher. Also, die Frage. Wenn jetzt die BRD platt ist, was passiert denn, was, also die Leute, ganz Deutschland kann dann sagen, ja, ich mache jetzt, was passiert denn mit denen, die das gar nicht wollen? Ja, deine Idee hängt ja davon ab, dass das alle Bürger das Gleiche wollen. Und zwar das, was du eigentlich möchtest, beziehungsweise was Volksdeutschland möchte. Und was passiert denn mit denen, die sagen, nö, ich möchte das gar nicht, oder die sagen, hey, wir rufen unseren eigenen Staat aus, und das hängt ja alles nur von dem ganzen Volk ab, ja. Es muss jeder Einzelne sozusagen mitmachen. Was passiert denn eigentlich, wenn das nicht so ist? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, als die Tschechoslowakei damals oder CSSR zusammengebrochen ist, hatten die anderthalb Jahre keine Regierung. Ja? Anarchie, also ohne Regierung. Und es hat sich ein Land entwickelt in diesen anderthalb Jahren. Die haben alle Handel und Wandel getrieben. Jeder hat im Prinzip plötzlich seine Schöpferkraft entdeckt. Und das war die beste Zeit für die. Und viele Menschen der DDR haben 1990 bis 91, 92, bis die wieder ihre Strukturen aufgebaut haben, dasselbe erlebt. Man darf niemals Angst vor der Zukunft haben. Und der entscheidende Punkt ist, die Menschen werden sehen, dass sie, die verlieren zwar jetzt, also das verlieren sie ja sowieso,
Weil der, der an den Euro glaubt, der wird alles verlieren. Und man muss ja immer sehen, was betreiben die. Also viele haben Angst, dass der Euro verfällt. Zusammen. Man muss immer gucken, wie ist deren Spiel. Und deren Spiel ist immer, 80 bis 90 Jahre wollen sie das Geld verfallen lassen. Weil dann sind alle Grundstücke, die sie hatten, im Prinzip in der Hand von anderen Menschen. Und die EU hat zum Beispiel für dieses Jahr die Richtlinie rausgegeben, alle, die Ofenheizungen haben, müssen jetzt ein Silber einbauen. Das kostet so 8.000 Euro, das können die meisten nicht bezahlen, brauchen sie einen Kredit von der Bank. Nächstes Jahr werden alle Heizungen, die älter sind als 15 Jahre, verfallen. Die Leute müssen neue Heizungen kaufen und neue Öltanks. Das kostet auch Entsorgung, können sie sich nicht bar leisten, also müssen sie zur Bank gehen. Das darauffolgende Jahr müssen alle Häuser, die nicht wärmegedämmt sind, müssen eine Wärmedämmung bekommen. Das beschließen die einfach. So, das können sich die Leute nicht leisten. Ab dem Punkt, die Häuser, die jünger sind als 15 Jahre, die sind sowieso in Krediten drin. Und jetzt macht man Folgendes. An dem Tag, wenn ich das jetzt noch mit der Wärmedämmung geschafft habe, hab ich einen Haufen Grundstücke wieder in Kredit. Und an dem Tag lasse ich das Geld verfallen. Und dann bist du dein Grundstück los. Deshalb also die Sache mit diesem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Nießbrauchrecht und so. Grundschuld. Das sind Dinge, wie man sich davor schützen kann. Ja, deshalb habe ich das auch gesagt. Ja, nicht jeder kann eine Stiftung aufmachen oder sonst was. Aber das sind Selbstschutzdinge für unsere Bevölkerung. Und ja, die es nicht glauben, dass es so passieren kann, die müssen diese Erfahrung machen. Ja, die müssen diesen totalen Verlust, dafür sind die hier, um diese Erfahrung zu machen. Dieses also, Leid dann zu spüren. Also aber da glaube ich jetzt, ich habe versucht, alles zu warnen. Da glaube ich jetzt noch nicht dran. Ja, aber die werden es so machen. So steht es in den Protokollen. Naja. Okay. Die halten sich da dran. Hab hat eigentlich gefragt, was machst du mit den Menschen, die nicht bei dir mitmachen? Ja, am Schluss, wenn die Mehrheit sich dafür entscheidet, wird ihnen ja nichts anderes übrig bleiben, als in die neue Zukunft zu denken. Ja, das ist, natürlich können die ihren eigenen Staat machen, aber am Schluss müssen wir ja sowieso eine Dezentralisierung der Macht durchführen. Das heißt also, was früher mal Rustag-mäßig war, also Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, die Staaten, war ja zum Beispiel Sachsen, Preußen und. Ja. Und dann müssen wir eben in diese regionalen Dinge, das muss ja sowieso passieren, damit eben schnell vor Ort geholfen werden kann. Ja. Früher hat man das über Gaue gemacht, ja, dass man eben schnell den Leuten helfen kann. Und ich denke ganz einfach, ich verstehe, dass die Menschen Angst haben vor dem, was da auf sie zukommt. Aber guckt mal um euch rum, macht euch mal den Spaß, geht mal in die Stadt und guckt euch die Leute an. Ja, mein Leben ist ein iPhone 5. Ja, das sind gar keine Menschen mehr, das sind Zombies, die da rumlaufen. Und ich denke, wenn sie merken, wie viel Spaß das machen kann, wenn man seine Zukunft selbst gestalten kann, ist diese Depression, in die Menschen sowieso fallen, ja, im ersten Moment, schnell verflogen, weil ich das selber weiß. Seitdem ich keinen Besitz mehr habe, das ist das Beste, was mir je passiert ist. Ja. Okay. Dass ich natürlich meine Freundin auch aufgeben musste, um dieses Ding jetzt hier durchzuziehen. Das war eben eine Sache, ja, das musste ich eben aufmachen, damit sie von diesem BRD-System eben keine Probleme mehr hat. Ja, dass nicht permanent die Polizei da vor der Tür steht und ähnliches. Aber mir war diese Sache hier ganz wichtig, oder mir ist diese Sache ganz wichtig. Und da ist mir kein Opfer zu groß. Dankeschön. Ja. Magnetom hat noch eine Frage. Magnetom? Ja, eigentlich ist schon lange überfällig, beziehungsweise auch rum, aber egal, ich stelle sie trotzdem. Müssen wir mal zurückgehen, du sagtest vorhin, bei Umzug abmelden und nicht mehr anmelden. Hast du das schon mal getan auf längere Zeit? Und weißt du auch, was dann auf dich zukommt? Ich kann sagen, seitdem ich aus dem Knast bin, praktiziere ich das. Ja? Und einige andere haben es auch gemacht von Volksdeutschland.
Und das ist auch der einzige Grund, Möglichkeit, wie du rauskommst. Alles andere funktioniert nicht. Also ich kam genau deswegen in den Knast. Ich kam deswegen in den Knast, weil Fakt ist, du kannst dich abmelden, kein Thema. Nicht anmelden ist auch kein Thema, aber sobald dir ein Amt irgendwas Amtliches zustellen will, rechts oder auch nicht, scheißegal drauf, das setzt es Mühle in Gang. Das führt zu einer Aufenthaltsermittlung, ja. Und irgendwann kommt es mal in der Autokontrolle rein und da liegt ein Haftbefehl vor, von dem du gar nichts weißt, weil dir ja nichts zugestellt werden konnte. Also ich halte das nicht für eine gute Idee. Also das ist momentan die einzige, ich habe ja gesagt, das war ja auch vorhin das, was ich gesagt habe, eigentlich gibt es kaum eine Möglichkeit, aus dem System rauszukommen. Ja? Das ist die einzige, die einige im Prinzip von uns praktizieren momentan. Ja? Weil viele von Volksdeutschland haben ja Haftbefehle, weil sie natürlich verschiedene Dinge probiert haben und Erzwingungshaft hagelt ja sofort, ja, wenn du dich widersetzt, selbst wenn du die Rechtsgrundlagen perfekt begründet hast. Eine Erzwingungshaft ist immer drin, ja. Und, naja, entweder wirklich über diese Geschichte, du lockst dich so aus, du schaffst es dann mit einer gewissen Gruppe, wo du sagst, pass auf, hey, wir machen jetzt hier ein Ding, ja, wir ziehen das jetzt hier alleine durch auf unseren Grundstücken, tauschen mit anderen Volksdeutschlandgruppen unsere Handelsgüter aus. Wir haben zum Beispiel einen, der hat zum Beispiel für das Silberkolloidale Wasser einen Generator gebaut und so. Und ja, dass du im Prinzip alles vor Ort hast und glücklich bist. Und ja, ich bin 1000%ig davon überzeugt, dass wir das schaffen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir das nur international schaffen. Und zwar so, dass man sich europäisch in Partnerschaft hilft, ja, dass man praktisch die lokalen Missstände dann über die USA, meinetwegen England, aufklären kann, über die man hier zum Beispiel nicht sprechen darf. Ne? Aber der entscheidende Punkt ist doch, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Video jetzt von mir gesehen hattest, was ich Europa wartet auf uns. Das war eine Aufforderung von den Spaniern an uns. Ja, wir sollen jetzt handeln. Ja, und das ist auch wirklich so, weil die Spanier wissen Bescheid. Ja, und ich denke, wichtig sind souveräne Nationalstaaten. Und die Aufgabe des Staates, die betreffen eigentlich nur diese wichtigen Dinge. Ja. Aber das andere, das ist regionsbedingt. Ja? Also die Probleme, zum Beispiel ist es doch jetzt schon so, was interessiert denn Berlin, wenn was es sich auf irgendein Dorf, was nicht läuft. Ja? Das Dorf hat nie eine Chance, irgendwie gehört zu werden. Und das muss aufhören. Ja? Deshalb ist diese Dezentralisierung der Macht wieder ganz wichtig, damit den Leuten vor Ort auch schnell geholfen werden kann, weil dann hört dieses ganze Leid auf. Und deshalb halte ich eben, ich halte es für wichtig, andere Länder zu unterstützen. Aber nicht mehr mit Geld, sondern mit der Schaffenskraft, ja, und Innovationen zu teilen und ähnliches. Aber man kann eben keine Länder zusammenwürfeln, wie zum Beispiel, wir sind ein Industriestaat und das andere ist ein Urlaubsland, ja, was auf Touristik basiert. Na, das konnte nie gut gehen. Und das haben wir ja nun alle erfahren müssen. Ja, und jetzt müssen wir eben umdenken und ich denke, dass in anderen Ländern auch so gedacht wird. Also bin ich davon überzeugt. Ja. Und die Spanier und so, die hoffen auf uns. Weil die wissen schon, diese geschichtlichen Hintergründe wissen die Spanier sehr, sehr genau. Und in dem Video, da schreiben sie auch, eure Politiker manipulieren euch. Ich meine, das wissen wir ja alles. Aber Deutsche, bitte, ja. Weil momentan passiert hier eine europäische Anfeindung. Und man stellt uns Deutsche wieder als die dar, die alle Länder erpressen. Ja. Und damit wird Hass gegen uns wieder geschürt. Ja. Und wenn es dann, sag mal, das Geld würde verfallen, die Menschen gehen auf die Straße, weil sie geschockt sind, dass auf die Türe mit ihrer Plastikkarte nicht mehr aufgeht, dann sind vielleicht Polizisten aus anderen Ländern da und die haben Wut auf uns, ja, die gerade geschürt wird. Ganz in Europa, ja. Okay. Frau Merkel wird mit Hitlerbärtchen dargestellt und, ja. Das sind
diese leisen Dinge und die passieren und das ist gewollt. Okay, ich danke dir. Bleib bitte noch dran. Ich mache jetzt eine Absage für diese Aufnahme, ja? Das war cracker.info heute mit Ingo Köth von volksdeutschland.de. Die Sendung cracker.info jeden Dienstag um 20 Uhr. Bis nächste Woche. Gehabt euch wohl.